Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Grimdawn. Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, dass ich hier in Devil's Crossing stehe und nicht in Homestead. Aber gut. Das ist ja nur einen Klick entfernt. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, in welche Richtung ich hier weitergehen soll. Es gibt ja jetzt aktuell zwei Wege. Einmal diesen hier und einmal diesen hier. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal hier auf der linken Seite anfangen. Mal schauen, wie weit wir kommen in dieser Folge. So, hier haben wir ein paar Arbeiter auf den Feldern. Danke, dass du uns hierher gebracht hast. Als du uns gefunden hattest, war ich zwar entschlossen, in dem Graben zu sterben, aber hier in den Feldern habe ich eine neue Aufgabe gefunden. Diese alten Hände mögen vielleicht zittern, wenn sie ein Schwert halten, aber ich kann immer noch ganz gut mit einer Harke umgehen. Verdammte Dermapteraner, die Nahrung eines ganzen Jahres wird da draußen verderben. Warum hat die Schwarze Legion sie nicht beseitigt? Ich weiß es wirklich nicht. Soma beschäftigt sich nur mit ihrem Krieg gegen die Ätherischen. Dann gibt es noch diesen verdammten Kult. Ich bin kein Soldat, also sollte ich wohl lieber meinen Mund halten und die Feldarbeit erledigen, die wir haben. Das ist ein schlechter Boden, nicht so wie auf dem Elmsworth-Gutshof. Das war eine gute Erde. Ja. Schauen wir uns mal um hier und wir werden uns um diese Dermapteraner-Plage natürlich auch kümmern im Verlauf des Abenteuers. Es kann natürlich auch sein, dass ich hier gar nicht so groß weiterkomme, oder? Das sieht mir jetzt hier relativ klein aus. Obwohl, hier geht's weiter. Thornsbury Bauernhof. Gut. Hier unten haben wir Questziele. Die dermapteranische Plage. Korosinax. Da haben wir gleich einen Elite-Gegner zu Beginn dieser Folge. Ein wenig Ruf bei Homestead bekommen. Ich werde mich erstmal um die drei Questziele hier kümmern, bevor ich dann mit dem Erkunden hier weitermache. Ach, hier oben sind ja noch mehr. Oh. Nackedei. Was haben wir denn hier? Eine verwesene Leiche und ein Rucksack des Wandergesellen. Dailas Tagebuch. Okay. Hier gibt es wieder ein bisschen Lesestoff, weil die haben sie aber auch verbarrikadiert hier, die Hütte. Nimm Dailas Tagebuch auf. Bring das Tagebuch zu Daila. Thornsbury in Homestead. Okay.
Okay, wir können das natürlich nicht lesen, ne? Nee, schade. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir da als Belohnung bekommen haben. Auszug aus Dylas Tagebuch. Oliver will nicht mehr, dass ich hier etwas reinschreibe. Er sagt, es erzeugt Träume in meinem Kopf, wenn es auf dem Bauernhof Arbeit zu tun gibt. Also schreibe ich nachts, wenn er schläft. Er kann die Muse, die mir zu Herzen geht, nicht aufhalten. Die hängenden Stieleiche von Dyla Thornsbury. Die Äste eines nahegelegenen Baumes klopften mit einem gleichmäßigen Rhythmus gegen das Schlafzimmerfenster. Ein weiterer Sturm zog am Horizont auf, aber Dyla wurde das Gefühl nicht los, dass dies nur ein weiterer Regenschauer sein würde. Sie saß in ihrem Bett und warf einen kurzen Blick auf ihren Mann Oliver. Er schlief immer noch tief. Nicht einmal ein Wirbelsturm würde diesen Mann aus seinem Schlaf reißen. Dyla stand auf und achtete darauf, nicht die Decke von ihrem Mann wegzuziehen. Sie schlich zur Garderobe und nahm ihre Kleidung, einen abgenutzten Anzug aus leichter Lederrüstung und ihr treues Schwert Sturmherz. Die Klinge sprühte Funken, als sie sie aus der Scheide zog. Der Zauber war immer noch so stark wie an dem Tag, als sie im Grab im Norden von Darkvale, als sie sie im Graben im Norden von Darkvale fand. Dyla wechselte die Klinge und hakte die Scheide an ihrem Gürtel ein. Bevor sie zur Tür hinausging, warf sie noch einen letzten Blick auf Oliver. Es war gut, dass er nichts von ihrem kleinen Nachtwachen wusste. Er würde vor Sorge nur krank werden und Dyla konnte es nicht ertragen zu sehen, wie er von ihrer Sicherheit besessen war. Der Wind schlug Dylas Haare um ihr Gesicht, als sie aus der Haustür trat. Der Regen nahm schon allmählich zu. Der Boden war völlig durchnässt und verwandelte den Weg in Schlamm. Dyla ging vorsichtig und trat bei jedem Schritt auf einen Stein oder dort, wo der Boden noch fest war. Schließlich kam sie bei einer Eiche an. Ein Ort, an dem sie mit ihren Gedanken allein sein konnte. Aber in jener Nacht stimmte etwas nicht mit diesem Ort. Sofort wurde sie von einem Angstgefühl überwältigt. Ich wusste, dass du kommen würdest, um mich zu begrüßen, Dyla, meine Liebe, sprach eine grässliche Stimme hinter dem Baum. Dyla zog Sturmherz, seine funkensprühende Oberfläche verwandelte die Regentropfen in Nebel. Eine dunkle Gestalt zeigte sich und ging ruhig auf sie zu. Sie konnte das Gesicht des Mannes nicht sehen, aber sie wusste sehr wohl, wer er war. Komm schon, begrüßt man so seinen Bruder? Der Mann sprach wieder. Dyla sagte kein Wort. Stattdessen ließ sie ihre Klinge sprechen. Die Gestalt konterte ihre Schläge mit einer eigenen Klinge, einem brennenden Schwert, das bei jedem Schwung Feuerstreifen in der Luft hinterließ. Ich sehe, du hast geübt, sagte der Mann mit einem Grinsen, das sich auf seine Lippen bildete. Der Donner hallte am Himmel, der Blitz schlug vom Himmel ein und erhellte kurz den Schauplatz. Das Licht des Sturms enthüllte das Gesicht von Dylas Widersacher, das grausig stark verfaulte Gesicht ihres Bruders. Dravis, zischte Dyla mit zusammengebissenen Zähnen. Sie startete einen weiteren Angriff. Dieses Schwert, was da jetzt erwähnt wurde, würde mich nicht wundern, wenn man das hier auch irgendwo finden kann. Oder wir bekommen das vielleicht sogar als Questbelohnung. Das kann natürlich auch sein.
Ich finde das auch immer wieder faszinierend, dass man sehr oft Begriffe aus Spielen auch zum Beispiel jetzt in Sammelkartenspielen findet. Wir haben hier das Old Arcovia beispielsweise und ich weiß, dass es im Magic-Sammelkartenspiel auch arcovianische Monster gibt. So, ein zerstörter Schrein. Den wir jetzt wieder hergestellt haben. Und was haben wir denn jetzt als letztes eigentlich gelernt? Hier die Fledermaus, ne? Ich glaube nicht, dass sich mein Schaden dadurch jetzt erhöht hat, aber gut. So, jetzt muss ich mal einen Blick auf die Karte werfen hier. Das scheint hier recht groß zu werden. Ich werde das natürlich alles wieder komplett erkunden. Ist schon wieder so eine olle verseuchte Hütte. Ich will hier nichts verpassen, deswegen gucke ich mich hier wirklich ganz genau um. Ich weiß, dass es hier in dieser Gegend auch irgendwo einen Schatz gab. Harpalax, der Sonnenverschlinger. Da haben wir wieder einen Elite-Gegner. Und jede Menge Loot. So, da bei der Leiche haben wir jetzt ein Testament gefunden. Das werde ich mir gleich mal angucken. Zweihandaxt. Nein, danke. Durchstechender dermapteranischer Zerteiler der Schnelligkeit. Okay, ist ein Einhandschwert. Überragendes geraubtes Revolvergewehr. Braucht man nicht. Und das Testament. Dies ist das Testament und die letzte Anordnung. Achso, gut. Wir haben jetzt. Das war dann bei dem Tagebuch genauso. Das ist einfach nur eine Textpassage. Bringe... Versteckter Reichtum. Suche den versteckten Schatz. Das könnte sogar das sein, was ich meine. Dies ist das Testament und die letzte Anordnung des verstorbenen Martos Anthony Everbrook, der Zweite. Mit Rechtsklick lesen. Meiner Tochter, der allerliebsten Lizzie, hinterlasse ich den Bauernhof und dessen umliegende Obstplantagen. Lass das Land, das unsere Familie seit Generationen mit Ernte gesegnet hat, für dich und deine Kinder weiterhin extra extra reich sein. Und jetzt zu meinen dickköpfigen Söhnen Eric und Anthony. Ihr habt meine verbleibenden Jahre mit euren endlosen Streitereien wegen der Erbschaft vermiest. Euch hinterlasse ich nichts außer diesen Worten. Meine Knechte haben das Gold irgendwo auf dem Everbrook-Land vergraben. Ihr habt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Kommt mit euren armseligen Leben voran und beginnt mit Knochenarbeit einen Neuanfang, so wie es euer Urgroßvater vor euch tat, oder verschwendet eure Suche nach dem, was ihr nicht verdient. Ich vertraue darauf, dass ihr die richtige Entscheidung treffen werdet. Entlang der Unterseite ist eine kaum erkennbare Notiz, die eine andere Handschrift aufweist. In den Hügeln oben an der Straße von Thornsbury bringt Sprengstoff mit. Okay. Bringt Sprengstoff mit. Gut, Dynamit habe ich. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Da unten haben wir ein Riftgate im faulenden Ackerland. Gut.
auch ein Elite-Gegner. Was, Parex? Schnell. So, dann haben wir das Gebiet hier erstmal schon so halbwegs aufgedeckt. Elmsworth Bauernhof. Diese Eiansammlung zu beseitigen ist ja eine unserer Nebenquests. Schade, dass ich hier nicht reinkomme in dieses kleine Stückchen Gebiet. So, ich würde jetzt ganz gerne erstmal hier den Rest noch weiter erkunden, bevor wir uns dann in diese Richtung begeben, weil da hinten haben wir das nächste Rift Gate. Und da möchte ich dann erst zum Ende der Folge hin ankommen. Hier unten haben wir auf jeden Fall noch weitere Dermapteraner Eiansammlungen. Ja, genau. Hier ist ja die Straße und die ist blockiert. Wieder eine Nebenquest erfüllt. Und hier steht eine weitere Hütte.
Gut, dann können wir jetzt hier in diese Richtung weitermachen. Hier hinten kommen jetzt die befallenen Bauernhöfe. Okay, hier haben wir jetzt wieder ein kleines Geheimnis. Vampirhaft stählerne schwere Axt des leeren Feuers. Ein Revolvergewehr. Tja, weiter gibt's hier aber, glaube ich, nichts, oder? Nö. Gut. Hier ist auch eine bröckelnde Mauer, aber dahinter geht der Weg auch ganz normal weiter. Hier hinten. Die sind zum Glück keine große Herausforderung. Fällt mir wieder der Kommentar von dem einen Zuschauer ein, dass man in Grim Dawn nie alles finden wird. Das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Es sind hier tatsächlich so viele Geheimnisse. Und ich hatte ja in den ersten Folgen schon erwähnt, dass ich schon sehr oft immer wieder neu angefangen habe mit anderen Charakteren und neuen Klassen. Und halt bei diesen Spieldurchläufen jedes Mal wieder irgendwie was Neues gefunden habe. Sogar jetzt hier in diesem Let's Play-Projekt. Hier unten haben wir NPCs mit bei. Da staune ich wirklich. Elara. Hallo Reisender, wir bekommen hier draußen nicht viele Besucher. Nicht bei den Dermapteranern, die sich hier herumtreiben. Wie überlebt ihr hier? Wir versuchen uns bedeckt zu halten. Wenn etwas Gefährliches zu nahe kommt, machen wir das Lagerfeuer aus und verstecken uns. Wir wollen diesen Ort bald verlassen und du solltest das auch tun. Tja.
Wie geht die Reise voran, Reisender? Es ist eine gefährliche Welt. Das ist sie leider. Normalerweise wären wir jetzt weitergezogen, aber man kann nicht mehr sicher reisen. Zumindest versorgt das Land unsere Grundbedürfnisse. Dies sind gefährliche Zeiten, Reisender. Die Wege sind nicht so mehr sicher wie früher. Normalerweise würde ich dir gerne einen Platz an unserem Lagerfeuer anbieten, aber du solltest diesen Ort lieber verlassen. Könnt ihr mir etwas über diese Gegend sagen? Wenn du auf dem Weg in Richtung Norden bist, würde ich auf dem Ackerland vorsichtig sein. Es wird von Dermapteranern überrannt. In der Nähe ihres Nestes, wo sich ihre Königin aufhält, ist ihre Anzahl höher. Wenn du ein großes Loch im Boden findest, würde ich einen Bogen darum machen. Danke für die Warnung. Friede sei mit dir auf deinen Wegen, Fremder. Hier haben wir noch ein Tagebuch. Das werden wir uns jetzt hier am Lagerfeuer mal durchlesen. Elaras Tagebuch. Hatte wieder den Albtraum. Ich bin in einer alten Gruft, habe nur eine Kerze, um den Weg auszuleuchten. In der Ecke sehe ich ein paar rotglühende Augen. Sie kommen immer näher. Näher. Dann, kurz bevor ich es erkennen kann, was durch die Schatten schleicht, ist die Kreatur verschwunden. Ich versuche zu rennen, aber jeder Weg, den ich gehe, endet in Schutt und Stein. Es gibt kein Entkommen. Ich drehe mich um und sehe wieder die Augen, die mich anstarren. Ich höre ein Lachen, ein Kinderlachen. Dann brennt alles. Ich versuche zu schreien, aber es kommt nichts heraus. Die Augen starren mich einfach an, während ich mich in den Flammen krümme. Dann wache ich schweißgebadet auf. So geht das schon seit 5 Tagen. Die Albträume werden häufiger und ich bin mir nicht sicher, wie lange ich das noch ertragen kann. Es mag nicht klug sein, aber vielleicht ist es an der Zeit, dass wir von diesem elenden Ort verschwinden. Rote Augen und eine Höhle, das könnten alles Hinweise sein. Ah, das ist jetzt hier wieder so ein bisschen verzweigter, das Gebiet, habe ich das Gefühl. Gut, nichtsdestotrotz würde ich gerne erstmal schnell wieder in die Stadt zurück, um ein bisschen Zeug zu verkaufen. Dann haben wir auch bald das nächste Riftgate freigespielt. Und wir können auch die 2 Quests hier abgeben. See anything you like? So, gut. Iron well spent. Danke, dass du dich um unseren Bauernhof gekümmert hast. Das ist die beste Nachricht, die ich seit Wochen habe. Ich habe euer Tagebuch gefunden. Ach du lieber Himmel, ich hoffe, du hast das nicht gelesen. Es ist nicht richtig, deine Nase in private Notizen einer Dame zu stecken. Danke, ich ließ es fallen, als wir vom Bauernhof flohen. Ich dachte schon, die Dermapteraner hätten es bereits zerfetzt. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Zwinker. Danke, dass du mir mein Tagebuch zurückgebracht hast. Es mag albern sein, aber das Schreiben hilft mir zu entspannen, auch jetzt, wenn die Welt ist, wie sie ist. Hallo, Mama hat von dir gesprochen. Sie sagt, du steckst deine Nase in Bücher, die dir nicht gehören. Ich habe es gefunden und deiner Mama zurückgebracht. Oh, na dann war... Das war sehr nett von dir. Mama schreibt die ganze Zeit darin. Pass auf dich auf, Kleine. So, wir haben hier in der Nähe noch irgendwo ein Sternsymbol gehabt. Hier. Irgendwelche Fortschritte bei den Dermapteranern? Ich habe die Felder befreit, so wie ihr es wolltet. So, Ruf und Eisen bekommen und 9000 Erfahrungspunkte. Ich bin erleichtert zu hören, dass du in einem Stück zurückgekehrt bist. Mit Dermapteranern ist nicht zu spaßen, besonders in solch einer Überzahl. Naja, ehrlich gesagt sind die Viecher jetzt gar nicht wirklich so schwer.
Ich werde mit Captain Soma über das Aussenden einiger Wachen zusammen mit ein paar der Bauern sprechen. Wir werden das Feld sofort befreit haben. In der Zwischenzeit habe ich gehofft, dass du mir bei einer weitaus schwereren Aufgabe helfen könntest. Was ist denn? Die dermapteranischen Schwärme wachsen von Natur aus zyklisch. Ungefähr alle 7 Jahre bringen sie eine neue Königin hervor, die ihre Zahl sofort stark vermehrt und sich über das ganze Land ausbreitet. Früher sammelten wir uns und töteten die Königin, solange sie noch jung war. Aber nach dem Grimdorn konnten sich die Dermapteraner ausbreiten und ihre Königin hat sich in eine massive Kreatur verwandelt, die täglich Dutzende neuer Dermapteraner erzeugt. Sie muss vernichtet werden oder den Insekten wird irgendwann die Nahrung ausgehen und sie werden uns angreifen. Die Königin wird immer von zweien ihrer Großvesiere bewacht, also müsstest du dir ihre Pheromondrüsen beschaffen, um ihre Kammer zu betreten. Wir wissen, dass sich der königliche Schwarm irgendwo da draußen im faulenden Ackerland im Westen von Homestead befindet. Die Art und Weise, wie du dich den befallenen Feldern geschlagen hast, hat mich von deinen Fähigkeiten überzeugt. Wirst du uns dabei helfen, den dermapteranischen Fortpflanzungszyklus zu stoppen? Wenn du das schaffst, lege ich gerne alle unsere Eisenstücke zusammen. Ja, na logisch mache ich das. Was für eine Frage. So, es fehlt nicht mehr viel zum Stufenaufstieg. Faulender Soldat. Was haben wir denn da noch? Naja. Blackthorn. Okay. Wir haben jetzt zwei Elite-Gegner. Rheinbark gefroren. Und Blackthorn reflektierend. Sind jetzt aber nicht so schwer. Ich habe wieder einen Bauplan gefunden, habe ich gerade gesehen. Wo ist er? Da. Relikt Zuflucht. Plus 8% Leben, minus 10% erforderliche Konstitution für Rüstung, Durchschlagswiderstand und Wahrscheinlichkeit für eine Sekunde der Lähmungsvergeltung. Gewährte Fähigkeiten Zuflucht. Jedes Mal, wenn ein Feind eine Schwachstelle in deiner Verteidigung findet, bildet sich eine Schutzbarriere um dich herum. 25% Aktivierungswahrscheinlichkeit. 2250 Schadensabsorption. Schützt vor physischen Schaden. Okay. Klingt ja gar nicht schlecht. So, hier hinten haben wir jetzt die Sprengstelle. Ich vermute einfach mal, dass das der Schatz sein soll. Höhlen, was? Höhleneingang? Der Einsturz blockiert den Weg. Wie viel brauchen wir? Ein Stück Dynamit, das haben wir. Ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt hier diese Kalista. Da oben haben wir einen NPC. Wie kommst du denn hier in diese Höhle rein, sag mal? Kleines Mädchen. Ich glaube nicht, dass du ein Mädchen bist. Bitte hilf mir, ich habe solche Angst. Wie wurdest du hier unten eingeschlossen? Ich habe draußen gespielt, obwohl Mama es mir nicht erlaubt hatte. Ich ging in diese Höhle, als der Ausgang hinter mir einstürzte. Bitte, ich will doch nur nach Hause zu meiner Mama und meinem Papa. Sie wohnen in einem Lager in der Nähe. Warum haben sie nicht nach dir gesucht? Also ich bin ja schon so ein bisschen skeptisch, ne? Ich weiß es nicht. Warum ist das wichtig? Vielleicht konnten sie diesen Ort unter all den Felsen nicht finden. Du machst mir Angst mit all deinen Fragen. Ich muss einfach nur aus diesem Gefängnis raus. Aus diesem Gefängnis? Ich finde es seltsam, dass du hier draußen allein überlebt hast.
Ich finde es seltsam, dass du so misstrauisch bist. Dein Misstrauen muss ein Spiegelbild deiner eigenen armen Persönlichkeit sein. Ist dein Herz so verbittert, dass du einem verirrten Kind nicht auf seinem Weg nach Hause hilfst? Bitte hilf mir. Wie lange bist du schon hier unten? Ich weiß es nicht, seit vielen Tagen. Hier ist es dunkel und fürchterlich und manchmal höre ich Dinge herumkriechen, aber ich kann sie nicht sehen. Ich möchte jetzt wirklich nach Hause, ich habe Hunger, Hunger. Wo ist euer Lager? Du musst auf dem Weg hierher am Lager vorbeigekommen sein. Ich spüre, ich meine, ich weiß, dass meine Leute unten im Tal sind und wahrscheinlich auf mich warten. Ich spüre. Bitte, du musst mich befreien, ich muss von diesem Ort weg. Ich finde es seltsam, dass du hier unten allein überlebt hast. Etwas ist hier faul. Eine Flamme flackert in Callistas Augen. Bring mich jetzt von diesem Ort weg. Du bist ein Betrüger-Dämon. Angreifen. Balok naht das Höllenfeuer. 172.000 Lebenspunkte. Fest abgeschlossen, gefangen und allein. Töte Balok, ja, okay. Wir haben hier einmal Chitons Blut bekommen und nochmal ein bisschen Rover-Ruf. Interessant wäre ja jetzt mal gewesen, was passiert wäre, wenn ich wirklich ein Riftgate geöffnet hätte, ne? Und das Vieh in das Lager gekommen wäre. Robuster Plattenpanzergurt des Seelenschutzes. Des Seuchenträgers geraubter Säbel der Einfrierung. Gut, haben wir das erledigt? Das war wahrscheinlich auch bezogen auf dieses Tagebuch, was wir da gefunden haben. Mit diesen glühenden roten Augen. Nanu, warum kann ich denn da eine Wand zerstören, wenn ich hier nicht durchkomme? Was soll denn der Blödsinn? Ach, ich habe einen Stufenaufstieg. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt. So, das Rift haben wir erreicht. Come see what's left of my wares. See you around. Got something you need stashed? Gut, ich würde jetzt erstmal schnell meine Komponenten hier wieder reinpacken. Dieses blaue Amulett nehme ich auch mit rein hier. Medaille, Medaille. Amulett, die Medaillen habe ich doch eigentlich hier unten. Auch eine Medaille. Das Chitonblut packe ich mit rein.
40 Giftschaden. Mit Rechtsklick den Gegenstand verbessern. I'll hold on to that for you. So, Stufenaufstieg. Wir haben ja hier immer noch das mit der Gesundheitsregeneration. Das würde ich ganz gerne auch steigern. 980 habe ich jetzt. Ist immer noch 980. Aber das bezog sich... Sehr, sehr seltsam. Okay. Gut. Dann würde ich die Folge an dieser Stelle jetzt erst einmal beenden. Und in der nächsten Episode machen wir dann auf den Feldern weiter. Ich dachte schon, es gibt hier ein neues Tagebuch. Ja, da kümmern wir uns dann um den Rest der Map, die wir da noch aufdecken müssen. Und den Schatz haben wir auch noch nicht gefunden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Ah, verhaspel mich hier heute ständig. Hinterlasst mir ruhig Kommentare. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.